Also wie gesagt, ich habe heute wie so oft wieder mal bei der Bank eine Transaktion gemacht, eine Spende sozusagen, für dies, weil mich diese Karitative aufmerksam gemacht hat. Der Mann wird dargestellt mit der löcherten Halbschuhen. Und ich habe in vielen Filmen darauf hingewiesen, Verfassungsrecht besser durchsetzen, verstehst, dass zum Schluss nicht die auswärtigen Magisterdamen, also diese Akademiker, die drei Generationen, also die ganzen Flüssigen und die ganzen Güter und Ländereien an sich gerissen haben und die Städte ausplündern, dass der Mann dann mit etwa 40, 50 Jahren nicht kinderlos dasteht und mit durchlöcherten Halbschuhen und unentgeltlich, unentlohnt dasteht und vielleicht entmündigt wird und in ein Altersheim gesteckt mit 40 Jahren. So ist es schon vielen gegangen, verstehst? Also schwerste Verbrechen, und ich habe so oft schon den Bundespräsidenten, Herrn Dr. Heinz Fischer, deswegen angesprochen, weil entweder die Haberer werden vertrieben durch schwerste Übertretungen oder sie werden irgendwo in vielen Anstalten untergebracht gegen ihren Willen, verstehst? Und weil das jetzt schon so kriminell sich äußert und weil ich mehrmals auch die zuständigen Damen schon im Laufe von 30 Jahren hier im Bezirk Knittelfeld angesprochen haben und die nicht nachgeben und jetzt das einen hohen Blutzoll gekostet hat. Du musst dir denken, die Väter hat man kriminalisiert, in eine kleine Vorstrafe gegeben, den kleinsten Dingen, und dann die Kinder in so 20 Jahre kein Berufsschutzrecht. Es gibt Väter oder Väter hier, die noch nie zum Beispiel ihr Kind gesehen haben. Und alles scheint von der gleichen Beamtenwelt auszugehen. Also diese Evelyn Winkler, diese Richterin, die sehr streng und ungerecht gegen Männer vorgeht. Und eigentlich sehr viel zerstört hat von unserem Leben hier, von der mildgesinnten Bevölkerungsschicht. Und sich dessen oft nicht im Klaren ist, verstehst? Die weiß nicht, wie sie den Menschen oft zugrunde richtet, weil sie einfach sich sehr schwer einfühlen kann in einen wildgesinnten, ärmeren Menschen, verstehst? Der auf die Verfassung, auf die Verfassungsrechte angewiesen ist, verstehst? Sonst kann es mir als hochgebildeten Akademiker gehen, dass sie, wenn die mein Bankkonto plündern, und weil sie wissen, ich bin ein relativ reicher Mensch, verstehst, dass die einfach sagen, okay, dann schicke ich dir eine Gerichtsanklage, entmündige dich, nehmen das Geld weg und stecken dich in Asyl, verstehst? Das ist vielen Menschen so gegangen. Und nicht nur mit dem Geld, nicht nur mit dem Grund, nicht nur mit dem Wald- und Großgrundbesitz, sondern auch mit ihrem Leben, mit ihren Kindern. Weg, Thema, verstehst? Ein Strich. Und da muss man sagen, schützt die Verfassung. Nieder mit Verbrechen, höchst kriminellen Vorgangsweisen. Also Verfassungsschutz gegen Kindermord. Verstehst?